picture, would you be my Mr. Diamond? Connection lost. Connected. Alles klar. Was? Also das ist ja eine Frechheit. Ich halte es für ein Gerücht, dass da eine Granate einschlagen konnte. Unglaublich. Und das schon wieder an der gleichen Stelle. Na, das kann jetzt ein bisschen dauern, Kinder. Also ich will ja nicht zur Eile drängen, aber... Das beeile mich jetzt mal ein bisschen. Jetzt noch den Fuzzi oben auf dem Turm. Und weiter geht's. Ich meine, ich, Marlo, Sarge, ja. Aber du, Herr, die müssen echt sowas von am Arsch sein. Absolut, ganz schön verzweifelt. Typ. Ich vermute mal, dass die Typen da oben mich immer töten, aber ich kann es nicht ändern. Komm hinterm Fels hervor. Alles klar. So gefällt mir das. Oh Mann, ich gehe wieder zurück hier. Scheiß Raketen. Okay, es geht mir wieder halbwegs gut. Ich bin absolut fit. Oh, und ich habe die Stelle überlebt. Halleluja, ich habe die verfickte Stelle überlebt. Entschuldigt die Wortwahl, aber ich bin sehr froh, dass ich diese Stelle überlebt habe. Alles klar, und wo sind meine Leute? Die sind weg. Ich mach's alleine. Ich mach's alleine, Leute. Was wollt ihr von mir? Hilfe? Wer braucht Hilfe? Ich hab ein Scharfschützengewehr. So viel zum Thema Hilfe. Auf wen haben die da gerade im Haus geschossen? Habt ihr gesehen, was die Rakete für einen Bogen gemacht hat am Ende? Was ist denn das für eine Rakete? Das ist eine ganz spezielle Rakete. Die sogenannte Bogen-nach-oben-Rakete, die am Ende dann in den Himmel fliegt. Alles klar. Kann ich den Truck nehmen? Wo? Wo denn? Auf dem Radar ist nichts zu sehen. Da. Nummer 3. Gut getötet. Hervorragend. Hier ist eine MG. Die könnte ich mir nehmen, tue ich aber nicht. Ich will mit dem Scharfschützengewehr jetzt durchgehen. Bis zum bitteren Ende. Einmal auf den Berg, da hat man eh eine bessere Übersicht. Für mich alten Scharfschützen. Munition habe ich noch 65, Mensch. Da könnte ich 75 Gegner töte ich damit. Da ist er. Ja, ich schätze, die bringen ihn dahin. Sieht gut geschützt aus. Gott, Sweets, du bist so ein Genie. Hässlich werden. Los. Hässlich ist mein zweiter Vorn. Nee, das passt irgendwie nicht. Scheiße. Alles klar, ich könnte jetzt vielleicht mal meine Waffe wechseln. Hier primär in... Was war das denn? Das hier war, glaube ich, die Primärwaffe, ne? Okay. Feindliche Infanterie. Passt. Auf der anderen Seite. Sehr gut. Aber ich nehme trotzdem noch die Waffe hier weiter. Russische Helis. Ich muss sagen, die hat mir gefallen. Irgendwer hat sie wohl geschickt. Wo landen die? Bitte nicht da hinten im Dorf, um den Russen abzuholen. Sonst ist es schwierig, ihn zu holen. Nee, die fliegen einfach nur Patrouille. Alles klar, wir gehen wir mal weiter. Auf dein Signal an. Mach die Typen kalt. Das waren zwei. Ich lasse euch mal vorlaufen, Kinder. Ich übernehme dann so den absoluten Rest. Das waren zwei im Fenster. Mal gucken, was da noch so kommt. Gefällt mir. Alles klar, hinter der Wand wird wahrscheinlich irgendwer sein. Gut, und durch die Wand kann ich nicht durchschießen. Oh, da. Hab ihn. Alles klar, ungedeckt über die Brücke gehen. Lasst uns Spaß haben.
Schön, dass du mich gerufen hast. Eins. Der ist tot. Oh, läuft doch. Heiß, 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 heiß. Du brennst. Also, immer noch. So, mal schauen. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Wo kommen die her? Die sind doch im Leben nicht. Im Leben niemals. Niemals. Einfach so da aus dem Gebüsch gerannt. Das glaubt doch keiner. Na, das läuft doch. Alles klar, MG-Nest ausgehoben. Nein, oder auch nicht. Danke, dass du mir geholfen hast. Alles klar, da ist... Nee, das ist mein... Oh, das ist mein eigener. Das war der Cap, den hätte ich fast abgeschossen. Ich habe schon auf den Knopf gedrückt. Gott sei Dank gibt es hier kein Friendly Fire. Mein Gott, reagiert du langsam. Hallo? Das gibt's doch alles nicht. Steh auch wieder auf, ist klar. Ich meine, fünf MG-Salven reingeschossen, nichts passiert. Das ist doch... freundschaftlich gemeint, dieser Schusswechsel. Ein freundschaftlicher Schusswechsel. Ich habe euch auch nur ganz sanft gestreichelt, Freunde. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Weiter geht's. Ich muss sagen, dieses Scharfschützengewehr gefällt mir. Wow, 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 wow. Captain, komm rein. Captain, komm rein. Captain, komm rein. Ich gehe in Deckung. Aha. Alles klar, natürlich. Ich erschieße den MG-Schützen und das ganze Ding explodiert. Das ist Realismus pur. So habe ich es doch gerne. So einzelne MG-Schützen sind ungemein wichtig für den Motorblock von so einem Panzerfahrzeug. Dann explodiert natürlich die ganze Kiste. Wenn ich einen Urlaub mache in einem Drogen-, Miliz- und söldnerverseuchten bolivianischen Kriegsgebiet, wo gehe ich dann am liebsten hin? Auf den Friedhof. Alles klar. Na schön. Schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Ja, gerade noch hingekriegt. Eins. Zwei. Na, wo sind sie denn? Hier sind doch noch bestimmt mehr Fuzzis. Na? Auf jeden Fall ausgeschaltet. Oh, 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 oh. Ich schaff's mit dem Scharfschützengewehr. Das ist das Letzte, was ich tue. Und außerdem habe ich ja auch noch meine Leute. Na, wo ist er denn? Auf Wiedersehen. Dass die aber auch da einfach herlaufen können, ohne dass sie sterben, wenn der Typ mit einer vollen, mit einem MG-Magazin auf die drei draufhält. Und die schießen auch nicht so richtig zurück. Aber das kann passieren auf dem Friedhof, ich meine. Hallo, da kann man sich ja direkt hinlegen. Wer ist hier drüben? Wozu habe ich dieses Scharfschützengewehr? Ach so, dafür. Panzerfaust? Welche Panzerfaust zur Hölle? Sag mir, welche Panzerfaust? Ach, da unten liegt. Wow, 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 wow. War ein Blindschuss. War ein Blindschuss.
Okay, nachladen. Ah, ganz ruhige Gegend hier gerade. Weder laut noch irgendwie hektisch oder so. Nein, hübsche Gegend. Alles klar, das war der Panzer. So. Ja. Ich höre Helikopter. Das gibt mir nicht wirklich ein sicheres Gefühl. Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal lieber erstmal die automatische Waffe. Da fühle ich mich dann doch etwas sicherer. Da ist er! Was denn? Er lebt noch. Major Aguirre. Waffe. Kacke. Kein Problem. Alles gut. Sir, Braithwaite schickt uns. Wir müssen Ihnen was zeigen. Dann zeigt's mir. Kann es sein, dass der Typ so aussah wie der General aus der ersten Szene? Scheiße, sie haben's getan. Braithwaite sagt, es wäre eine Attrappe. Ist es ja auch. Das mit der Attrappe haben sie von mir. Sie würden die richtige Waffe niemals dorthin bringen. So viel wussten wir schon. Ja? Also gut. Vor Monaten installierten wir ein Relais an einem alten französischen Wettersatelliten, um das georgische Militär abzuhören. Bekamen einige Infos, darunter die Sache mit der Attrappe. Dann kamen diese Typen. Die haben alle ihre Infos? Ja. Keine Backups? Wo? Im Himmel? Wie jetzt? Im Flugzeug? Im Hubschrauber? Wo genau? Bitte sag's mir doch mal. Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich in Chile schon. Crack the Sky. Satellitenanlage. Wahrscheinlich in den Anden oder so, weil da liegt ja Schnee auf dem rechten Bild, denke ich mal. Schauen wir uns da mal um. Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Aguirre sagte, wir könnten sie ausschalten. Theoretisch. Okay, Jungs, und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut, Marlo, Haggard, ihr geht an die Geschütze und feuert. Hilfst du uns denn nicht, Flynn? Was, ich? Keine Chance, Mann, ich bin Pazifist. Was? Pazifist? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Ja, ist schlecht für mein Karma, Mann. Damit scherzt man nicht. Ich fliege nur. Hex, lass gut sein. Raufgeschissen. Damit komme ich nicht klar, du Windei. Ich schieb dir dein Karma dahin, wo keine Sonne scheint. Ich dich auch, Mann. Du verdammter, großkotziger Scheiß-Liberaler. Lass uns die Landeskörner säubern. Acht auf Panzerfäuste. Scheiße. Sie fliehen. Das fäusten sie auf. Okay. Ja, hab ich verstanden. Ich schieß auf alles, was zwei Beine und eine Panzerfaust hat. Ja, wo sind denn hier noch welche? Hier drüben. Wo ist denn hier drüben? Da hinten ist da drüben. Und du achtest auf Panzerfäuste, Himmel! Halt uns in Bewegung, Flynn! Wo sind denn hier noch welche? Ein Loch ins Dach. Das war der Captain. Oh, Kollegen. Alles klar. Sehr wohl. Das waren zwei Trupp-Transporter. Aber der Captain hat's überlebt. Okay, null. Los, in das Haus. Macht schon. Immer aufs Gelände achten. Über den Parkplatz. Los, los. Na, sicher doch. Los. Bravo 2, ich mach die Biege. Wenn ich bleibe, ziehe ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich.
Ja, und du bist ja auch noch Pazifist. Vollposten. Ich glaube, ich muss da einmal hoch. Ja, da hoch geht's.